Ja, hallo Leute und herzlich willkommen. Willkommen zur Alpha 1.1 von World 32. Ja, wie gesagt, es ist eines meiner Lieblingsspiele. Es ist ein bisschen was dazugekommen. Zum Beispiel, jetzt kann man einen. Es wurden ein paar Bugs gefixt, also zum Beispiel den Waterbug. Dort konnte man nach Reloaden von der Welt, also wenn man jetzt da gereloadet hat, nicht weiter schwimmen. Etwas, was ich falsch gesagt hatte im letzten Video, war, dass man mal spammen soll, man muss gedrückt halten. Ja, hat man mehrere Äxte im Inventar, werden die Objekte schneller entfernt. Hat man eine zum Beispiel, geht es langsamer, als wenn man jetzt zwei hat, meinte ich damit. So. Es wurde jetzt auch gemacht, dass diese Büsche, glaube ich, respawnen können. Ja. Es gibt. Jetzt kann man. Jetzt wähle ich also hier mal aus und es gibt ein paar neue Crafting-Rezepte. Zum Beispiel kann man das hier machen. Zack, ich crafte das mal. Jetzt drücke ich B, um zu verlassen. Das geht automatisch raus. Und man kann die auch wieder setzen. Ja, und wenn danach wieder auch abbauen, wenn man es unbedingt möchte. Es gibt stellenweise immer noch Bugs und es wurde das Tree-Spawning ein bisschen eingeschränkt. Ja. Gut, wir bauen jetzt mal den ab. Dann kann ich weiterhin sagen, jetzt wachsen die Büsche zum Beispiel und jetzt sieht man hier, dass es immer noch einige Bugs gibt, die man beheben kann. Weil das einfach so gecodet ist, dass man zum Beispiel aus einer Wüste dann halt keine Wüste mehr macht, indem man einfach die ganze Zeit Holzblock drüber setzt und die ganzen Sandfälle abbaut. Damit ist das dann offiziell keine Wüste mehr. Das gleiche gilt übrigens auch für Schneebiome. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier. Ja, okay. Es gibt außerdem neue Crafting-Items. Hier muss ich kurz mal drüben weiter runterscrollen. Das sehe ich so nicht. Ich kann das nämlich hier alles. Man kann Stone Ground bauen. Also das gibt mehr Items. Und man kann jetzt also man kann jetzt größere Steine von normalen Steinen craften. Das war noch neu, genau. So. Einmal komplett durchwandern. So. Das heißt, jetzt meinen wir erst, genau, es wird wieder genommen. Das heißt, crafte ich jetzt hier bisschen durch. Da kann man jetzt die großen, die kleinen. Man kann also aus den großen kleine Steine machen. Ich hätte gerne mal eins davon, wozu auch immer ich das brauche. Und damit habe ich anscheinend nicht genug Steine. Was ich jetzt mir noch wünschen würde, wäre so eine Möglichkeit, Steine fallen zu lassen. Ja. Aber das kann man ja auch noch später einfügen. Ist jetzt nicht so tragisch, wenn es jetzt nicht dabei ist. Schauen wir uns mal an, was das gegeben hat. Nichts, weil mein Inventar voll ist. Ja. Okay. Bauen wir nochmal ein paar Bäume ab. Wie gesagt, es ist noch die Alpha. Und hier muss ich erstmal wahrscheinlich wieder ein Werkzeug bauen. Kann ich mir eigentlich Stone Ground? Nee. Brauche ich mir noch eine Axt? Geil, ich habe vier Äxte. Yay. Eigentlich wollte ich doch nur eine. Jetzt kann ich hier zu dem Baum gehen und den fällen. Und
Holzblöcke craften. Geil. Yay. Also wenn er mal ganz viele Äxte braucht, das war übrigens kein Bug dann, dann geht ihr einfach hin und holt euch ganz viele Materialien und baut dadurch ganz viele Äxte. Was teilweise nervig ist, man muss halt immer wieder neu auswählen. So, wenn ich auch hier, damit ihr seht, dass dieser Bug immer noch geht, man kann aus dem hier sozusagen den Schnee entfernen. Hier ist es noch irgendwie verständlich, dass da drunter irgendwas Grünes sein könnte wie in Minecraft. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass es eigentlich nicht geplant ist und definitiv ein Fehler ist im Programm, der noch gehandelt werden muss, beziehungsweise behandelt werden muss. Ist jetzt meine Spitzhacke leer oder warum funktioniert das hier nicht? Ja, ich sehe. So. Man darf nicht vergessen, dass man hier nicht mit Escape das Inventar schließen kann. Es ist ein bisschen weird, aber es funktioniert irgendwie schon. Das kriegt man irgendwie schon hin. Ja. Also, ich hab hier. Auf jeden Fall bauen wir uns jetzt wieder eine Spitzhacke. Das ist wie ein bisschen wie Let's Play hier aufgebaut. Wie gesagt, man kann sich jetzt auch, wer es braucht, die ganz kleinen Steine craften. Ich hätte gern eine davon. Ich habe anscheinend nicht genug Holz. Geben wir mal einen Tree schlagen. Der sollte jetzt sauschnell gehen. Ja. Davon hätte ich gerne einen. Ja. Also das war's mit der Alpha 1.1. Es gibt hoffentlich bald größere Changes. Wie gesagt, ich habe gerade keinen Einfluss drauf. Ja, wir können hier mal ein paar Bäume abhacken. Aber ich kann jetzt auch den craften. Dann seht ihr, ganz links, der ist da zu so einem Ich habe anscheinend nicht die genötigen Materialien. Ich setze mal meinen Block wieder. Ja, mir fehlen anscheinend nur noch ein paar Materialien, welche auch immer das sind. Ja, ich darf jetzt ja nichts abbauen. Oh Mann, das dauert so ewig. Okay. Nach dem Stein. War es das auch wieder mit der Snapshot-Vorstellung? Wenn es dann endlich mal so weit wäre. Wisst ihr was? Das ist mir jetzt eigentlich wurscht. Man braucht, wie gesagt, noch ein bisschen Übung mit den zwei Handsteuerungen. Das ist etwas, das kriegt man irgendwie schon hin. Aber es muss halt wieder gelernt werden. Und da sehe ich halt teilweise Fehler oder Schwierigkeiten, dieses Spiel zu spielen. Was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, aber trotzdem ist es halt irgendwie schwierig. Vor allen Dingen, ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe, warum ich das nicht machen kann. Ich gucke mal ins Inventar, ob ich das jetzt machen kann. Yep, jetzt kann ich eine Spitzhacke herstellen. Oh, Mann. Ich habe einfach die falschen Stöcker. Die Stämme sind für diese Holzblöcke da. Und die anderen Sachen sind halt für die ganzen Tools, das sind halt die Sticks. Wenn man einen Busch zerstört, kriegt man halt Sticks. Deswegen, das ist halt so ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, sagen wir so. Es ist halt noch wirklich gewöhnungsbedürftig. Und ja, ihr seht, man kann damit schon irgendwie laufen. Also das Environment an sich funktioniert und das ist die Hauptsache. Wie gesagt, das Spiel ist noch in Alpha und
es wird auf jeden Fall noch Verbesserungen geben, denke ich mal. Ich meine, sonst lohnt sich das Alpha-Stadion ja gar nicht. Ja. Gehen wir hier hin. Sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich drücke R. Das heißt, es ist Speichern. Die Controls sind generell gleich geblieben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut demnächst mal wieder vorbei, wenn es vielleicht mal was Neues, also ein Update gibt. Und ja. Tschüss.